Kegel Forever, das schweißt sie und uns alle immer zusammen. Das kann uns keiner nehmen, sozusagen, dieses Ereignis. Sie haben Geschichte geschrieben. Danke. Und hätten wir es in den Müll bekommen, sind wir auf die Freude, den Kiel bekommen, den Kiel.
zusammen herzlich willkommen. Ich bin der Kapitän auf diesem Flug. Ich stelle mich trotzdem noch mal vor, weil so ein, zwei neue Gesichter sehe ich dann doch. Nicht alle waren jetzt auf allen Flügen mit dabei. Mein Name ist Christian Klemann. Mit mir vorne ist mein Kollege, der Offizier, der Herr Florian Benz. Wir sind soweit fertig. Wir schreiben heute Geschichte mit Ihnen. Ich freue mich unheimlich, heute mit Ihnen hier sein zu dürfen und dieses besondere Ereignis, der letzte Start am Flughafen Tegel, zumindest von einer deutschen Flugverkehrsgesellschaft, bevor dann noch einmal zwei Sonderflug startet morgen, aber zumindest von uns hier heute und von der Lufthansa Group, Eurowings und generell der deutschen Airline. Wir schreiben hier heute zusammen Geschichte. Wir wollen jetzt hier auch gleich los. Aller Voraussicht nach ist ein bisschen Programm für uns vorgesehen, in der Form, dass wir hier noch einmal eine große Flughafenrundfahrt bekommen. Das heißt, wir werden hier zurückgedrückt in der Position, dann mit der Nase Richtung Osten, sodass wir nochmal über die Brücke, die Sie wahrscheinlich ganz gut kennen, wenn Sie jetzt zum Flughafen fahren, gibt es die Flugzeugbrücke. Da werden wir noch einmal drüber rollen. Und irgendwo wird auch noch die Feuerwehr auf uns warten und uns angeblich mit einer Fontäne begrüßen. Zumindest wurde es so versprochen. Also nicht wundern, wenn es gleich hier nass wird, dann sind das bestimmt auch unsere Tränen, vielleicht auch Ihre. Aber dann legen wir jetzt los, lassen Sie uns zusammen Geschichte schreiben und ich danke Ihnen. So, und dann schönen guten Abend, meine Damen und Herren, im Namen von Air Events und Ihrer heutigen Eurowings Crew begrüße ich Sie auf diesem allerletzten Flug von Berlin-Tegel zum neuen Hauptstadtflughafen BER. Für uns ist es auch als Kabinencrew eine Ehre, Sie heute Abend begleiten zu dürfen. Wir möchten Sie trotzdem natürlich auch noch mit den Sicherheitsvorkehrungen gleich vertraut machen und dürfen Sie jetzt schon bitten, alle mobilen Endgeräte gleich in den Flugmodus zu schalten. Natürlich dürfen Sie filmen und auch gleich beim Start, das ist gar kein Problem. Nur sollte eins dieser Geräte mal beschädigt sein, heiß werden oder Rauch entwickeln, wenden Sie sich bitte sofort an uns, damit wir weitere Maßnahmen einleiten können. For departure.
Tag. Später ist dann der Nebel vorhergesagt, also heute war hier unser Glückstag. Ich bin mit Tegel groß geworden, ich habe hier meine Flügel bekommen und ich möchte mich von ganzem Herzen bei Ihnen allen bedanken, dass Sie diesen Flug heute mit uns machen, mit Air Events, mit Eurowings und dass Sie uns gewählt haben. Vielen, vielen lieben Dank und ich hoffe, Sie genießen, das letzte Mal in Tegel gestartet zu sein. Und auch gleich dann die Landung am BER, am neuen Flughafen, in die neue Zukunft. Ganz, ganz lieben Dank an alle Passagiere. Vielen Dank. Position sind, so wie natürlich auch weiterhin die Fensterblenden geöffnet halten. Vielen Dank. Dear guests, we are approaching Berlin Brandenburg Airport. Kindly ask you to make sure. Tragen Sie weiterhin Ihre Mund-Nasen-Bedeckung. Das Aussteigen erfolgt Reihe für Reihe. Bleiben Sie sitzen, bis die Gäste vor Ihnen aufgestanden und durchgegangen sind. Halten Sie immer ausreichend Abstand zu anderen Passagieren und verlassen Sie, wenn möglich, das Flugzeug. Unterstützung und das Wichtigste, bitte bleiben Sie gesund.
The guests are very warm welcome at the Berlin-Brandenburg Airport. Kindly ask you to remain seated with your seatbelt fastened until we have reached our final parking position. And we have informed you about leaving the aircraft. And please be careful while opening the overhead compartments. Your luggage may have shifted during landing and could fall out. On behalf of... Sir, before you leave the aircraft, please make sure that you take all your personal belongings with you. On behalf of Air Events, your wings, and the entire crew would like to say goodbye to you now. I wish you a nice remaining evening or a safe onward journey to your final destination. Thanks for being our... Also, ohne das über den Tellerrand gucken bei Eurowings, wäre die Nummer hier nicht gelaufen. Aber... Speziell möchte ich mich bei der Crew bedanken, weil ohne deren Engagement und ich sag mal Ausbrechen aus Standards, ohne deren Spaß an dieser ganzen Nummer, hier hinten, da vorne, hätten wir diesen Spaß auch nicht gehabt und hätte Tegel nicht würdig verabschiedet werden können. Ich denke, das ist wirklich mal einen richtigen Applaus wert. Das und wir und alle, meine Crew, Sie und ja. Tegel Forever, es haben sich heute ganz viele Schicksale uns noch eröffnet. Eine kleine Anekdote, der Fluglotse, der Towerlotse, der uns eben noch die Startfreigabe in Tegel gegeben hat, der ist quasi heute Abend in Rente gegangen nach 31 Jahren Dienst. Wir waren sein letztes Flugzeug nach 31 Jahren sicherem Dienst am Flughafen Tegel. So haben sich heute viele Schicksale auch am Tegel uns eröffnet. Auch der Tankwagenfahrer auf dem letzten Flug hatte uns, ja, uns in seiner Karriere quasi als letztes Flugzeug betankt, ebenso der Mensch, der uns mit dem Pushback zurückgefahren hat. Es war ein ereignisreicher Tag und ich hoffe, Sie werden das in ganz toller Erinnerung behalten und auch, jetzt müssen wir nach vorne gucken, mit dem Flughafen hier unten Vorlieb nehmen. Auch ich freue mich hier drauf und habe 13 Jahre den Flughafen Tegel, die Stange gehalten sozusagen und ja, ich freue mich auch Sie irgendwann hier bald auf einem oder anderen Flug begrüßen zu dürfen und das schweißt Sie und uns alle immer zusammen, das kann uns keiner nehmen sozusagen, dieses Ereignis. Sie haben Geschichte geschrieben. Danke. Okay.